Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Im letzten Part haben wir Azurin und Meryl getroffen und die sind mit einem fucking Traumato abgehauen, dass das nicht gut endet, das wussten wir alle. Jedenfalls die meinen Pokémon-Let's Plays geguckt haben. Und ja, die sind angeblich in den Stachelberg abgehauen. Azurin ist jetzt allein mit Traumato, was natürlich sehr uncool ist. Und ja, toll. Die Attacke schlug fehlt. Ah, fahren, schuss, wie uncool. Boah, die machen richtig gut Schaden, Mann. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Mach du das einfach. Ich hab Angst. Kriegst du sehr aufs Maul. Ich muss dich heilen. Sehnelbeere Hype. Mich selbst. Ich glaube, ich sollte etwas leveln, bevor ich hier die Scheiße untergeht. Tschüss. Fucking Wirbelrack. Die geben nicht umsonst so viel EP. Okay, den Kampf bringen wir aber. Der hat keine Bodenattacke drauf. Wir können beide angreifen, das ist gut. Los, einfach hau rein. Oh, das war cool. Das hat irgendwie Style. Mein Speed hat sich, glaube ich, wieder normalisiert. Ein weißes Gummi. Und ein Pokémon hinter uns. Oh Gott, ich lasse mich schon wieder. Wir werfen mal. Nein, wir werfen nichts, weil wir nichts mehr haben. Cool. Wirkt direkt den Gegnern Schaden zu. Nein, Pokémon zerstörerische Farbe, den Pokémon spucken lässt. Direkt vor ihm stehend. Okay, das heben wir uns am besten etwas auf. Ich weiß gar nicht, wie weit mein Dingens noch reicht. Mein Ekelsamen. Kannst du mal probieren? Einsatz! Okay, nur einmal. Nur ein Ding vor mir. Ich glaube, wir müssen uns selbst annähern. Ja, und dann lassen wir mal sie mitkämpfen. Oh Gott! Ja, hilf mir! Fucking Heuler. Wie Dingens gar keinen Bock hat, ne? Unser sweetes Amber. Was ist mein Team! Amber! Taktik! Den Gegner hinterher, hau rein! Gib ihn aufs Maul! Okay, ich hab's auch so geschafft, schon gut. Ah ja, vielleicht sollten wir uns hier draufstellen, um unsere Werte wieder zu normalisieren. Ja, Amber, jetzt geh hier bitte drauf, danke. Jetzt auf jeden Fall ein Abfall, das freut mich natürlich sehr. Ein bisschen Cash. Ich glaube, ich sollte echt ein bisschen leveln hier, weil ich krieg sonst viel zu sehr auf die Fresse. Ich merke schon, ich bin etwas unterlevelt hier. Aufs Maul! Das Spiel kann einfach Rückzug geben, so uncool. Ah, wir ranken alles. Ich glaube, ich hätte viel früher diese Scheiße machen sollen, dass sie dem Gegner hinterhergehen soll. Und das ist ganz praktisch. Oh Gott, nicht das wie schon wieder. Ich hau ihn einfach so auf die Fresse. Geht nicht, scheiße. Okay, hier Amber. Richtiges Arschloch. Wobei, Amber, wie viel HP hast du jetzt gerade? Team! Na, ihr geht's gut, alles gut. Mach du das, Amber! Vorsichtig, Klo! Ja, mach einfach. Brüller, ernsthaft? Okay, warte. Los, Amber, benutzt Glut! Okay, dann nicht. Dann mach wenigstens das hier aus und das aus. Das brauchen wir erstmal nicht. Und sonst greift einfach getan. Mit Glut rockst du nämlich sowieso alles weg. Und Level 9, sehr gut. Mein Level ist gestiegen, Hype. Genau, das hat sie gesagt, Leute. Ich muss halt echt vorsichtig sein. Gott sei Dank ist das keine Nuzlock. Komm her, Doro, du Scamp. Ah, da hat der Angsthase ihn erwischt. Verfolgen wir ihn! Verfolgt dieses Dodo! Fucking Dodo. Stirb! Nice! DP entkommen uns nicht.
so richtig ekelhaft ist. Sie will einfach nur leben und wir töten es so. Chlorreich Level 9, Hype. Oh, Drang Heat, nice. Das wird uns auf jeden Fall etwas helfen. Steht ja auch die Stärke oder so? Wir kriegen dann Schaden zu. Ah ja, Stärke sind 4 Sterne, okay. Und hier haben wir Stärke von 4 Sterne, wow. Wenn es kein Stäbchen gibt, sind die Attacken also einfach gleich gut. Geil. Aufs Maul! Sehr gut. Jetzt rangen wir diesen Scamp noch. Ja, ich helfe normal an, weil sie wird jetzt gut machen und dann ist es vorbei. Nice. Wir müssen etwas mehr besser mit unseren AP umgehen, glaube ich. Aber zur Not habe ich ja jetzt auch Rankenhieb. Also gehen wir weiter. Eine Pfirsichbeere, sehr gut. Können wir gebrauchen, bestimmt. Hier ist eine Sackkatze, okay. Hier ist ein Scamp. Reicht eigentlich, wenn ich das so angreife? Ich glaube nicht, okay. Tschüss. Da bräuchte ich schon 3 Angriffe für, ist uncool. Okay, gegen dich, mein Boy. Benutze ich meinen fetten Rankenhieb. Nimm das. Ach ja. Genau wie Ante damals. Und die Sinelbeeren. Sehr gut, können wir echt gebrauchen. Vor allem, weil ich schon ein paar geschluckt habe. Good job, Amber. Gehen wir weiter. Oh, Alter, ein fucking Nidorino. Das ist so cool. Das ist sehr gefährlich. Hier sind die Attacken, genau. Rankenhieb, Pipe. Kdef. Pass auf, Amber. Ich hab nur Schiss, dass sie vielleicht gar keine HP mehr hat irgendwann. Ich sollte das mal ein bisschen im Auge behalten. Ja, scheint aber noch ganz gut zu sein. Vor allem haben wir noch ein paar Sinelbeeren, also sollte eigentlich alles cool sein. Oh fuck! Die habe ich gar nicht gesehen. Good job, Amber. Da ist noch ein Nidoran. Ah, das ist eine Nidorina. Okay. Einfach aufs Maul. Yeah. Das ist noch so ein Vieh. Ich glaube, die geben gute Pills. Da bräuchte ich den Scamp jetzt einfach. Tschüss. Wie das hier noch lebt. Uncool. Ja, 51 HP für jeden ist nicht so krass. Ah, ist okay. Ist okay, kann man machen. Ein freaking Dodo, ich hoffe es hat keine... Oh Gott, es hat eine effektive Attacke auf mich. Okay, du machst das. Sehr gut. Ja Leute, ich muss ein bisschen die beiden Pokémon ausspielen. Alleine kann man hier echt nichts heißen. Kommt mir jedenfalls super. Mit einem Pisasamis gerade. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir ein Bisasam geworden sind. Bisasam ist super. Boah, wir kriegen so heftig Level-Ups, ne? Da merkt man, wie unterlevelt wir eigentlich sind. Ich hätte halt mehr Pokémon mitnehmen sollen, glaube ich. Hier ist noch ein süßes Wunderfeld, aber wir gehen dann wohl doch erstmal weiter. Stachelberg, Ebene 5. Meistgummi aufgehoben und den Schatzbutte gelegt, okay? Hab ich gar nicht gesehen. Taubgummi. Nein, Vorsicht, nicht selber essen. Okay, soll ich also auf Gegner werfen? Okay, alles klar. Ja, du Scamp. Tschüss. Hunter konnte mit diesen Ranken gut umgehen. Ich erinnere mich. Oh fuck, ist er dumm. Obwohl, passt. Die Mucke ist voll der Ohrwurm. Der Magen knurrt. Ja, essen wir mal was. Items. Wir haben hier noch einen fetten Apfel. Nom. Mal sehen. Ja, 69 Magen. Für einen Bisasam ist das super. Ach ja. Bisasam ist toll, Leute. Den Scamp überraschen wir. Haben wir nicht so gut geschafft. Okay, kann man auch lassen. Ich überlege mich vielleicht heilen zu sollen, aber naja, passt schon, wie es ist. Pass auf, Amber!
Ja, wir brauchen eigentlich nichts zu verschwenden. Wieso greift Emma nicht an? Kann man auch lassen. Nochmal einen schönen Schlafsamen. Geil. Rectus Gump. Nice. Einfach weitergehen, Leute, wenn ihr mir den Kraft fällt. Irgendwo ist dieses Traumatum bestimmt. Hey, das ist ja fast das wie eine Sinebeere, aber das ist eine Fragebeere, okay. Wir haben wohl keinen Platz mehr. Mal sehen, essen wir einfach den Weißgummi. Nom. Und dann nehmen wir uns diese Beere mit. Kein Plan mehr, was sie macht. Wir gucken mal. Halte Brennung. Okay, gut zu wissen. Mal gut, was zu haben, denke ich. Die Beeren sehen ja genauso aus wie noch damals, als ich Trainer war. Deshalb glaube ich, dass, keine Ahnung, ich immer noch auf unserer Welt bin. Top Elixier ist natürlich awesome. Das will ich unbedingt. Dafür rank ich auf dieses Kampf erstmal. Ah, kacke, ich habe jetzt keine AP mehr. Cool. Dann fixiere ich halt Rankenkeep. Wrecked. Gut, und du machst den Rest. Wir müssen stark sein, wir beide. Kann es sein, dass du keine AP mehr hast? Ja, du hast keine AP mehr. Sorry. Hätte ich euch drauf achten sollen. Okay, dann mach halt, Finte. Ich kann mir dann auch helfen. Oh, nicht so. Ups. Oh, uncool. Okay, hat aber nicht so viel Schaden gemacht. Alles gut. Ich habe mich schon gefragt, wieso sie nicht angreifen möchte. Top-Elixier ist auf jeden Fall etwas, was wir unbedingt haben wollen. Ich esse einfach mal das Weißgummi. Nom. Boden nehmen. Nice. Zur Not können wir unsere Perse damit aufheilen, das ist schon mal gut. Top-Elixier ist doch von Menschen gemacht, oder? Was macht es dann hier? Hier muss es auch Menschen geben. Haben wir noch irgendwas? Ja, komm. Kack auf den Müll. Wir brauchen keine scheiß Steine. Dann nehme ich lieber den Taubsamen mit. Ich könnte direkt weiter, oder? Ich gucke mich hier noch etwas um. Ich glaube, ich guck mich hier noch etwas um. Das Problem ist, Traumato, wenn er eine Psychoattacke drauf hat, sind wir echt am Arsch. Wobei, wir haben auch Finte in unserem Team, so ist nicht, ne? Wie viel AP hast du? Frau? Genug, okay. Nee, fuck das, wir gehen einfach weg. Oh, Flügelschlag, dein Ernst? Stirb! An AIDS! Wer ist mal diese Beere hier, die so rumliegt? Essen! Nom! Heißt die Sinnebeere eigentlich mal vollständig? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube, sie halt nur ein bisschen, steht da. Naja, wir werden sehen. Rankenhieb, Hype! Bis Gump! Oh, ein Belebersamen, den werden wir brauchen. Daran erinnere ich mich noch, das belebt uns instant wieder, wenn wir sterben. Sehr praktische Scheiße. Ja, komm, werfen wir mal. Obwohl, wir essen einfach den Apfel hier. Ja, Amber, der ist für dich. Hast trotzdem meinen Magen geöffnet? Maximales Magenvolumen von Amber ist gewachsen. Okay. Cooking Scump. Wir brauchen Finter eigentlich noch für Dingens. Für den größten Huso. Es sei. Obwohl, wir haben genug AP dafür. Zur Not haben wir noch einen Top Elixier, alles cool. Wrecked! Ja, genau, du kümmerst dich um die Seite und ich um die. Passt. Oh, dafür fehle ich, na klar. Oh, uncool. Stirb endlich! Wieso verfehle ich immer? Oh. Wie viel AP hast du? Noch 24, ja, dann. Heil dich besser. Meine Sinne wäre, weil sie können uns einen einfach trotzdem vergiften, also ist das schon okay.
fucking Scumps. Mal noch ein paar viele. Wrecked? Boah, Angst ist wie tot, ey. Dun, 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 dun. Kacke, Silberblick, das ist natürlich uncool. Dun, dun. Ich möchte gerne hier in die Richtung gehen. Nein, ich möchte in diese Richtung gehen. Oh Gott, dann. Dun, 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 dun. Wie geht's dir? Scheiße? Okay, alles klar. Dann nutze bitte eine krasse Beere. Dun, 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 dun. Fucking Scump. Eine Runde überlebt sie noch, glaube ich. Ja, nice. Vor allem, wenn das Vieh jetzt erstmal tot ist. Sehr gut. Voll der krasse Kampf. Wieso treffe ich eigentlich niemals? Ein Bereich Level 11 hat sich auch reglich verdient. Ja, okay. Ruckzucki ist natürlich sexy. Rotenschlag könnte noch nützlich sein. Scheiß auf Brüller. Wir brauchen keinen Brüller. Vergessen! Na, 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 na. Geschafft, ich bin aufgestiegen. Ja, und ich erlaube dir sogar. Ich habe einfach nur noch eine Rankenkeep. Uncool. Ich werde einfach Elixier brauchen. Ja, Rucksuckkeep kannst du auch benutzen, finde ich gut. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Wie das gibt's jetzt im Ruhrlässt? Ah, oh, okay, ich wollte schon sagen. Amber! Oh Gott, damit. Scheiß drauf, ich geh einfach weiter. Boah, bevor sie gerackt wird, schnell! Junge! Stahlberg Elbe 9. Ja, heil dich mal lieber. Das gibt's auf jeden Fall weg, das ist schon mal gut. Gut, dass wir so viele Sinalbeeren haben, sonst wäre das jetzt echt scheiße. Dun, dun. Umklammerung hat so viel Schaden gemacht, voll seltsam. Das ist schon wieder so ein Scump, ich glaube, den rack ich erstmal. Das war mein letzter Rankenkeep, sehr gut. Stirb! Stirb jetzt! Oh Gott. Stirb! Nice. Gut, ich würde sagen, ich nutze jetzt erstmal ein sexy Top-Elixier. Was anderes bleibt mir hier gerade nicht übrig. Gedörf. Und wechsel dann aber auch wieder auf Tackle, weil Tackle ist schon süß. Kommen wir jetzt mal hier um. Voll verwirrend und seltsam alles. Hey, ein Stack! Den können wir gebrauchen. Den können wir rauchen, den können wir gelb rauchen, natürlich. Den können wir rauchen. Nein! I won't let you! Sterb! Oh Gott, dammit. Ich kann mit der Attacke einfach nicht über so Seiten angreifen, das ist schon uncool. Immerhin kriegen wir einen Level up nach dem anderen, Leute, das ist auch schon etwas, das ist schon süß. Wohin mit dir? Komm, Mädchen, wir sind ein Team, ja? Ja, doch, Team, Amber, Taktik. Wir sind ein Team! Warte hier, genau. Schieb mal Wache, voll dumm. Dun, dun, dun. Erstmal mit einem Rankenkeep in dein Face. Tschüss. Dun, 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 dun. Oh, sehr gut. Dun, 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 dun. Wrecked. Ach ja, Leute. Gehen wir weiter. Gucken wir uns um. Das Gute ist, ich kann mich jetzt super unterstützen mit Rankenkeep. Was sie nicht tun will, ist okay, kann man auch lassen. Scheiße. Ich hab voll auf die Fresse bekommen, da ist noch ein Flug-Pokémon. Mach du das mal bitte. Wir sollen Tempo etwas erhöhen. Ja, chillen es. Dun, 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 dun. Ja, sehr gut. Und jetzt schrag ich den Kampf. Nice. Ah, ihr müsst viel weniger. Ich bin eigentlich nicht scharf auf diesen Durang gerade. Ich werde erstmal ein bisschen durchlatschen, durch rumlaufen, meine Heim, ein bisschen heilen. Wäre schon süß. Oh mein Gott. Okay, das Vieh könnte Rucksuckkeep haben, deshalb benutze ich lieber eine Sinelbeere. Oh, Leading Power! Ja, Rucksuckkeep, da haben wir es. Wieso kämpfst du nicht ein bisschen? Okay, nice. Good job. Oh, gut Job, ja. Gut, gehen wir jetzt das nochmal und gehen weiter. Ich frage mich, wie hoch dieser Berg ist. Oh, okay. Halber Gipfel. Da sind wir schon mal. Oh, oh, ist eine Sackgasse. Verzeihung, Herr Dramate, wo ist denn mein wertvolles Item? Wo ist mein wertvolles Item denn? Tut mir leid, Kleiner. Dein verlorenes Item? Hier ist es nicht, so viel ist sicher. Was?
mein großer Bruder. Mein großer Bruder kommt doch nach, oder? Ich bin bald da. Nein, dein großer Bruder wird nicht kommen. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Das war alles nur ein Trick, um dich zu täuschen. Was? Aber vergessen wir das. Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du dieses Loch hinter dir? Nun, angeblich soll in der erbeutete Schatz eines Diebes liegen. Aber wie du siehst, bin ich zu groß, um mich durch das Loch zu quetschen. Und da kommst du ins Spiel. Keine Angst, tu einfach, was ich dir sage. Wenn du das tust, helfe ich dir wieder heraus. Aber... Los, mach schon. Kriech in das Loch und vergiss nicht, den Schatz mitzubringen. Mein großer Bruder soll... Hey, hör auf damit. Verpflegt sich, sag doch, dass ich dich hier, dass ich dich heimbringe, wenn du fertig bist. Wenn du weiter Ärger machst, bringst du dich in große Schwierigkeiten. Hilfe! Hör sofort auf! Ja, yeah, hör sofort auf, du Scamp! Team Cole ist hier, um dir den in die Fresse zu kacken. Moment mal. Um dich zu verletzen. Lass das Vieh in Ruhe, Mann! Das lassen wir nicht zu! Tamato, du Bösewicht! Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind Team Cole. Ein Erkundungsteam. Kein Genove ist vor uns sicher. Ja, genau. Ein Erkundungsteam? Ihr wollt mich festnehmen? Was ist? Zitterst du etwa? Alles klar, aber? Aha, ich durchschaue euch. Ihr sagt, ihr wärt ein Erkundungsteam, aber ihr seid ja noch totale Grünschnäbel. Ja. Es ist wahr, ich bin ja ein per Kopfgeld gesuchtes Pokémon. Aber was ist mit euch? Könnt ihr mich stellen und zur Rechenschaft ziehen? Ja, wir können. Richtig. Wir können. So ein Bösewicht wie dich lassen wir nicht entkommen. Mhm. mich haben schon viele Erkundungsteams gejagt. Aber noch keines war so erbärmlich wie ihr. Ja. Das wird sicher lustig. Mal sehen, ob ihr mich besiegen könnt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Shit. Okay, Amber. Konzentrier dich, wir schaffen das. Gut. Sicher? Jetzt dürfen wir nicht den Mut verlieren. Tu einfach, was ich sage, okay? Ich hab da schon ein bisschen Erfahrung drin gesammelt. Benutze nur deine Finder. Deine Finder. Nur und ausschließlich. Sicher? Die Finder? Nicht meine Glut? Die Finder. Und ich werde... Ja, genau. Okay, legen wir los. Ich werde zuallererst meinen Ekelsamen rausholen. Das hört sich zu falsch an. Egal, es wird helfen. Was? Unversehrt? Okay, nochmal. Ekelsamen. Oh, Konfusion, uncool. Ich kann dir nicht viel helfen. Ah, vielleicht kann ich deinen Zorn auf mich lenken. Na gut. Haben wir noch irgendwas zum Heilen? Ja, noch ein Impulsivsamen. Zur Not habe ich einen Belebesamen, alles cool. Den soll ich selbst essen, richtig? Na gut. Nimm das, du Mistvieh. Nom. Yes, sehr gut. Wir sind gekommen, dich zu retten. Alles in Ordnung? Du bist nicht verletzt, oder? Ja, geht's dir gut? Es geht mir gut. Gut, das sind wir erleichtert. Dein großer Bruder wartet auf dich. Gehen wir nach Hause. Ja. Okay. Und nehmen wir Traumato mit und werfen ihn in den Knast oder so. Ich bin Magnetzone, der Oberwachmeister der Gegend. Vielen Dank für die Blumen. Danke. Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind für eure Mitarbeit zu großen Dank verpflichtet. Wir lassen die Belohnung unserer Gelder zukommen. Nochmals danke. Jetzt kommt mit. Wrecked Bitch. Yeah. Azuril. Meryl. Meryl, ich hatte euch Angst. Alles klar, Azuril? Bist du verletzt?
Es geht ihm gut, der kleine Kerl ist unversehrt. Ja, noch. Wären wir ein bisschen später gekommen, vielleicht nicht mehr. Ich bin so erleichtert, oh, Azurel, hojo. Ich freue mich wirklich für euch beide. Ihr habt es nur für uns getan, Amber und Klo. Ja, richtig, wir werden das niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Komm schon, Azurel, jetzt du. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ja, kein Problem. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Ja, ist ja gut, entspannt euch. Ein Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Das Team von Klo erhält zur Belohnung einen größeren Schatzbeutel. Ja! Du kannst jetzt mehr Items als bisher tragen. Augenblick. Da ist ja noch eine Nachricht. Bonus-Episode. Der Wunsch von Bidiza wurde freigeschaltet. Um eine Bonus-Episode zu spielen, musst du sie in der Episodenliste im Hauptmenü auswählen. Wenn du eine Bonus-Episode spielen möchtest, speichere deinen Spielstand und kehre zur Hauptmenü zurück. Okay. Bonus-Episode Bidiza Action. Ich hab das Kopfgeld von euer Oberwachmeister Magnusone für den Gefangenen erhalten. Gut gemacht, ihr zwei. Hier ist euer Anteil für den Job. Ihr dürft ihn behalten. Ein Kopfgeld von 3000 war auf ihn ausgesetzt und wir bekommen 2700 gewonnene Gilde, also bekommen wir 300. Pah, das ist alles? Nach all unseren Mühen? Ja, was ist los mit dir, Plaudergei? Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Mann, das Vieh hat mich fast umgebracht. Aber natürlich, das ist alles Teil des Trainings. Und morgen erwarten wir, dass ihr euch genauso anstrengt. Hehehe. Ich hasse Plaudergei voll. Gib uns unser Geld. Ja. Es wäre nett, wenn sie uns etwas mehr von der Belohnung geben würden. Ja, wirklich. Aber das ist schon okay. Wir haben es geschafft, Azurel zu retten. Immerhin. Und das verdanken wir nur dir, Klo. Naja, gut. Ich meine, du hättest sowieso dieses Ganovenbild gesehen, ne? So hier. Dann würdest du sowieso wissen, dass es in Gefahr ist. Und nach Azurel suchen. Du würdest es alleine auch schaffen, aber halt nur etwas später. Weil du diesen Traum hattest, Klo. Ja, ich weiß. Darum wussten wir im Voraus, dass Azurel in Schwierigkeiten steckt. Das stimmt. Ich kann es nicht erklären, aber... Der erste Schrei von Azurel, den ich gehört habe, war im Traum. Hilfe! Und dieser Traum, den ich hatte... Du bringst dich in Schwierigkeiten. Ja, ich brauche keinen Flashback, Mann. Ich war doch dabei, vor kurzem. Beide Ereignisse, sie fanden in der Zukunft statt. Was bedeutet das nur? Wieso konnte ich so etwas sehen? Bin ich ein Medium? Was war das für ein Traum? Bödödef? Mein Mann hat geknurrt. Duh. Der Mann hat auch geknurrt, Klo. LOL! Wir sind wohl ganz schön ausgehungert. Ja. Tö, wir haben so auf dieser Rettung von Azurel konzentriert, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt umso mehr Hunger. Ja, ich habe in Real Life auch gerade Hunger, ich esse gleich was. Komm, gehen wir zum Abendessen, Klo. Gehen wir. Ich hoffe, die sind schon fertig. Fucking Knuddeluff. Duff. Was essen wir da eigentlich? Beeren? Früchte? Scheinbar, irgendwie sowas. Boah, diese Blitze sind Wahnsinn! Hä, was? Sieht nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Hm? Das erinnert mich an etwas. Weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Klo? Nein. Nee, in der Nacht gab es auch ein Gewitter. Am Morgen nach dieser stürmischen Nacht langst du bewusstlos am Strand, Klo. War ich auf dem Schiff oder so und bin gestrandet? Weißt du wieder, warum du bewusstlos am Strand lagst? Erinnerst du dich an irgendwas? Nein, leider nicht. Ich frag mich... Es gab ein Gewitter, aber wieso lag ich danach bewusstlos am Strand? Nein, ich erinnere mich an nichts. So einfach geht es wohl nicht. Aber das ist in Ordnung. Versuch einfach, dich Stück für Stück zu erinnern. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Legen wir uns schlafen. Okay. Und es piste weiter. Sag mal, Klo. Bist du noch wach, Klo? Ja. Seit diese Sache passiert ist, denke ich ständig darüber nach. Dieser seltsame Traum von dir, Klo.
Ja, ich weiß auch nicht, was damit auf sich hat. Vielleicht hat er etwas mit dir persönlich zu tun, Klo. Mit mir persönlich? War das das Werk dieses Pokémons vielleicht? Ja. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls kann ich kein anderes Bisasam, das in die Zukunft, das von der Zukunft träumt. Kennst du überhaupt ein anderes Bisasam? Die scheine ich ja echt nicht weit vertreten zu sein. Und von diesem Menschen, der plötzlich in einem zu einem Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört. Ja, das ist schon seltsam. Darum glaube ich, dass diese beiden Ereignisse zusammenhängen. Also hat es eine Verbindung mit diesem Pokémon? Ich habe einfach ständig dieses Gefühl. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung liegt etwa in meinem Traum? Aber selbst wenn das stimmt, wie passt das alles zusammen? Ich weiß zwar nicht, wie du als Mensch warst, Klo, aber ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein. Ich meine, es war dank deinem Traum, Klo, dass wir dieses bösartige Pokémon fangen konnten. Bösartige Pokémon, ha? Oh, das hat mich daran, was Plaudergeil gesagt hat. Dass die wachsende Anzahl bösartiger Pokémon daher kommt, dass die Zeit durcheinander geraten ist. Hat das Amber nicht gesagt? Weißt du, die Zeit gerät durcheinander, Stück für Stück, und zwar auf der ganzen Welt. Niemand scheint den Grund zu kennen. Aber alle glauben, dass es irgendwas mit den Zahnrädern der Zeit zu tun hat. Hä? Zahnräder der Zeit? Es heißt, dass an geheimen Orten, an denen die ganze Welt Zahnräder der Zeit versteckt, Zahnräder der Zeit versteckt sind. Zum Beispiel in einem Wald. Oder in einem See in einer unterirdischen Höhle. Ich habe sogar von einem geheimen Altar in einem Vulkan gehört. Im Zentrum solcher Orte? Dort ist ein sogenanntes Zahnrad der Zeit versteckt. Zahnräder der Zeit erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Jedes Zahnrad schützt die Zeit in der jeweiligen Region und sorgt dafür, dass sie richtig fließt. Okay. Davon habe ich ja noch nie was gehört. Aber was, wenn eine Region ihr Zahnrad der Zeit verliert? Ich weiß keine sichere Antwort auf diese Frage. Oh Gott, ein Schneckmack. Eindeutig. Aber ich vermute, wenn ein Zahnrad der Zeit aus dieser Region entfernt wird, dann wird der Fluss der Zeit in dieser Region wahrscheinlich aufhören. Darum achtet ihr darauf, dass die Zahnräder der Zeit nicht zu stören. Alle sind sich seit langem sicher, dass es zu einer Katastrophe führen könnte. Also halten sich alle davon fern und lassen ihre Finger bei ihnen. Selbst skrupellose Verbrecher machen sich lieber nicht an ihn zu schaffen. Sehe ich richtig? Kann es sein? Ja, es ist wahr. Endlich habe ich es gefunden. Ein Zahnrad der Zeit. Aber es ist das erste von vielen. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist morgen! Guten Morgen, Klo. Morgen, Amber. Müsst du speichern? Ja, diesmal schon. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit Pokémon Mystery Dungeon, Team Himmel. Zahnräder der Zeit, ja? Hört sich ja sehr seltsam an, wenn ihr mich fragt. Aber naja. Immerhin scheint eins geklaut worden zu sein von diesem Pokémon dort. Och, was könnte das nur für ein Pokémon gewesen sein? Bestimmt ein Schneckmack. Hashtag SuiFanboy. Aber egal, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag und ich hoffe, ihr habt Spaß an dem nächsten Part, der morgen rauskommen wird. Außer ihr guckt es im Nachhinein, dann ist er wahrscheinlich schon draußen. Bis dann, ciao!